Jetzt haben wir mal das Problem, pardon, dass wir die Zaunlänge so minimal wie möglich, also so sparsam wie möglich einsetzen müssen. Und zwar, lass hier eine Mauer sein oder ein Fluss und wir haben vor, 40 Quadratmeter zu schaffen. Ja, jetzt könnte man das, nehmen wir mal an, wir hätten hier wieder unsere Mauer oder sowas. Jetzt könnte man das ganz furchtbar so dünn machen, sodass die A's groß werden. Und ein ganz kleines B oder umgekehrt oder was auch immer. Also es gilt ein Optimum zu finden, dass wir nicht zu viel Zaun verbrauchen. Na gut, wir fangen wieder wie üblich an und sagen, gut, okay, also wichtig ist erstmal, A ist im Moment abhängig von A und B, weil A mal B. Gut. Wir wissen aber, 40 Quadratmeter sind A mal B. Auch gut. Damit wir nicht andauernd die Quadratmeter mitschleppen müssen, in der Physik ist es sehr wichtig, die Einheiten mitzuschleppen. Hier in Mathe bietet sich es auch an, aber manchmal spart man sich Schreibarbeit. Substituieren wir und sagen, naja, eine Längeneinheit zum Quadrat ist ein Quadratmeter. Dann können wir schreiben 40, ne, können das Quadratmeter weglassen, ist gleich a mal b. Wir teilen jetzt durch b, damit wir a rausbekommen. Aber nur vorläufig, denn es ist 40 durch b. Wozu brauchen wir das? Na ganz einfach. Der Umfang ist auch abhängig von a und b. Der heißt nämlich, einmal a, nochmal a sind zweimal a plus b. Wenn wir jetzt diese Formel hier einsetzen in diese, hier habe ich es nochmal gekennzeichnet mit den entsprechenden Farben, dann haben wir eben zweimal und dann 40 durch b, ne? 40 durch b plus b. Richtig hingeschrieben, aber nebenbei, jetzt ist es, deswegen habe ich das b schon mal größer gemacht, jetzt ist es bloß noch von b abhängig. U von b ist also 80 durch b plus b. Igittigitt. Könnte eklig werden. Wie soll denn der Graphenverlauf so einer Funktion aussehen? Nochmal schnell zur Erinnerung, habe ich das mal hierhin gemalt. Wir kennen alle diese f von x ist 1 durch x Funktion, das ist diese Hyperbel in den entsprechenden Quadranten in schwarz. Und wenn wir uns mal, das kann man sogar mittlerweile durch Google machen, die Funktion g von x habe ich mal rot gemacht, 1 durch x plus x, die ähnelt ja unserer hier, ne? 80 durch b plus b. Wenn wir die mal aufmalen lassen, dann sehen wir, dass das so eine auch Hyperbel ist, aber durch dieses plus x hat die so einen komischen Verlauf. Also hier wäre ein lokales Maximum und hier ein lokales Minimum. Das heißt, dieses lokale Minimum gilt es rauszufinden. Das ist allerdings nicht bei 1 hier. Also in diesem Fall stimmt das nicht ganz, ne? Sondern das ist irgendwo. Das wird dann auch, werden wir gleich sehen, wie wir das ausrechnen. Nochmal zur Übung. Wie leitet man diese Funktion ab? Man schreibt sie am besten als x hoch minus 1. Ne? 1 durch x ist x hoch minus 1 plus x. Abgeleitet ergibt sich das. Umgestellt ergibt sich dann also minus, also abgeleitet x, minus x hoch minus 2 plus 1. Jetzt umgestellt, also Regiestrich, mal minus 1 genommen, damit die 1 hier, die minus 1 hier rüber geht, und gleich mal minus 1 genommen, damit das Minus verschwindet, ergibt sich 1 ist gleich x hoch minus 2. Jetzt ziehen wir eine Art negative Wurzel, das heißt, wir nehmen diesen ganzen Exponenten hier mal minus 1 halb. Das entspräche einer Wurzel. Aber das ist einfach nur eine Schreibarbeit, sodass sich ergibt, jetzt gucken wir uns das mal an, auf beiden Seiten 1 hoch minus 1 halb ist, und hier hebt sich's auf, denn Minus mal Minus ist Plus, und 2 mal 1 halb ist wieder 1, also x hoch 1, diese stille 1 steht hier, die können wir weglassen. Das Wurzelziehen bedeutet aber, dass ich schon zwei Lösungen habe, und zwar bei Plus und Minus 1. Und das ist ja bei der schwarzen Funktion auch so gewesen. Bei der normalen wäre das so gewesen. Beziehungsweise, jetzt kommen wir mal zu unserer Spezialfunktion. Auch die hat entsprechende Minima. Das könnte man, dieses Maximum könnte man ausrechnen, indem wir sagen, komm, wir setzen mal die 1 ein. Also das ist doch die 1. Entschuldigung, ich habe die hier schon weggestrichen. 1 durch 1, ne, für x1 eingesetzt, ist 1 plus 1 ist 2. Ergibt sich also ein Minimum hier bei 2 und hier gibt es ein Maximum bei minus 2. Also hier ist die minus 1 und hier unten, hier diese Höhe ist minus 2. Das wenden wir jetzt an und machen das eiskalt mit unserer anderen Formel. Und dann kann auch nichts passieren. Also wie ich es eben schon angedeutet habe, ich habe entsprechend umgeformt und so weiter. Das muss ich jetzt nicht weiter erläutern. Am besten ihr macht das selber nochmal zu Hause. Haltet das Video an und guckt gar nicht erst hin. Und formt mal so weit, bis ihr hier hinkommt. Und jetzt musste ich auf der nächsten Seite weitermachen.
Und wenn ich jetzt, Achtung, Potenzgesetze, die 1 hoch minus 1,5 und die 80 hoch minus 1,5, wenn ich 80 hoch minus 1,5 in den Taschenrechner eingebe, also diese x hoch y-Funktion, dann kriege ich raus 0,111830 tralala und so weiter und so fort. 1 durch das ergibt aber 8,9443, also ist B 8,9443 Meter. A kriege ich raus, indem ich einfach sage, ich hatte ja gesagt, meine Flächenfunktion a ist a mal b und wenn ich das umstelle und so umstelle, dann kriege ich entsprechend das a raus, teile die 40 durch diese 8,9 und kriege 4,4721 Meter heraus. Jetzt resubstituiere ich mal, damit ich zum Schluss auch einen anständigen Umfang rausbekomme. Hier setze ich bloß noch die Größen ein und bekomme 17,889 Meter heraus. Zugegeben, ein bisschen böse Funktion, kommt man ohne Ableitung und entsprechendes Wissen von Graphenverläufen gar nicht klar. Selbst wenn man sich die Graphen nicht hinschreiben würde, könnte man ganz stur mit erster Ableitung sagen, hier muss irgendwo ein Maximum und Minimum erscheinen und ich suche mir dann das entsprechende raus, weil negative Zaunlängen hatten wir noch nicht bisher. Ich hoffe, ihr habt es verstanden und ja, wünsche euch weiterhin viel Spaß bei Mathe. Mathe kann richtig Spaß machen, wenn man es versteht, sagen alle. Alle, die es verstanden haben. Naja, das ist das Wichtige. Also, ich wünsche euch was. Tschüss.